Dankeschön. Danke. Abend. Danke. Ja. Und klapp. Ja. Danke. Und glauben Sie mir, ich bin genauso glücklich und froh wie Sie. Ich danke Ihnen für diesen überaus herzlichen Empfang. Was wollte ich sagen? Guten Abend, habe ich noch gar nicht gesagt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nochmals Dank, dass Sie diesen herrlichen, schönen, warmen Sommerabend dieser Sendung opfern. Wer fast versucht zu sagen, es ist einer besseren Sache würdig. Wir haben einen großen Tag hinter uns. Steffi Graf hat gewonnen. Aber sie hat nicht sehr gut gespielt. Sie hört jetzt nicht zu. Sie hat immer die Schulter so hochgezogen bei der Vorhand. Ich habe auch mal Tennis gespielt. Das kann nichts werden. Sie hat Glück gehabt und ich gratuliere ihr, denn sie ist eine Große. Dann muss ich mich herzlich bedanken, gerade hier in Hamburg, bei der ganzen Fußballinnung, dass meine Heimatstadt Bremen deutscher Meister geworden ist. Und Ihnen besonderen Dank. Aber ich meine, das ist natürlich eine bösartige Unterstellung, die ich auch den Bayern nicht zutraue, dass sie nun sagen, die hätten mit Absicht 5-0 gewonnen. Es hätte auch genügt, 1-0 zu verlieren, nicht? Damals. Ein Punkt besser, das muss man hinnehmen. Ich fand das ungeheuer spannend dieses Jahr. Vor zwei Jahren war es gerade umgekehrt, haben die Bayern im letzten Moment die Bremer abgefangen. Wie heißt es so schön? Es gibt doch ein norddeutsches Sprichwort, das Mooslenkheit umschichtig sich der alte Nottebohm. Nicht wahr? Und so ist das bei uns auch. Meine Damen und Herren, im Juni vor 40 Jahren, da war noch keiner von Ihnen geboren oder einige schon geplant. Bin ich hier im Altersheim oder bin ich im... Es sind jetzt im Juni, und das ist das Schöne, genau 40 Jahre, dass ich die erste Fernsehsendung gemacht habe. Vorher gab es noch kein Fernsehen. Genau 40 Jahre. Und heute... Es sind... Sie haben gut klatschen, Sie haben die ersten Sendungen ja nicht gesehen. Aber heute sind es genau jetzt, im Juni sind es genau 40 Jahre, wo ich so ziemlich so die letzte Unterhaltungssendung zumindest mache. Und da würde ich mich bemühen, helfen Sie mir, ich möchte einmal in 40 Jahren eine Sendung pünktlich beschließen. Ich möchte einmal, und deswegen möchte ich jetzt sofort anfangen, werde auch immer die Uhr im Auge haben. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber das wäre doch mal was anderes, ja? Darf ich jetzt unseren Kandidaten bitten? Meine Damen, meine Herren, da sind die Stiefel. Da sind... Ich merke schon. Bitte nehmen Sie Platz. Ich merke schon, Sie haben alle einen Anhang hier. Sie haben alle so ein paar Fans mitgebracht, die dafür sorgen, dass einer nachher das Bier bezahlen kann. Naja, Unterstützung bringt ja was. Sie haben mich unterstützt, unterstützen Sie weiter. Als erstes darf ich Rosi Schulz bitten, Frau Rosi Schulz. Abend. Abend. Frau Schulz. Ja. Sind Sie ein bisschen nervös noch? Oh, mein Herz flattert. Mein Herz flattert. Ihr Herz flattert? Wohin flattert das? Zu Ihnen. Oh, zu mir. Jetzt. Ja. Ja. Ernst, ist das aufregend? Nein. Doch, ja, ganz warum schön. Warum eigentlich? Weil Sie jetzt ein Los bekommen. Sie sind ja schon öfter aufgetreten als ja, ich. Ja, ich bin schon öfter Danke. Aufgetreten. Ja.
Mein Herz hat auch schon geflattert, aber da bin ich dann nicht aufgetreten. Was machen Sie denn vom Beruf? Von mir brauchen Sie keine Angst haben, Herr Kuhnkamp. Ich bin an sich nicht ängstlich von Haus aus. Oh. Und ich bin kein Betriebsrat, ich bin keine Notarin, ich habe einen Traumjob. Was haben Sie denn für einen Traumjob? Ich bin die Frau meines Mannes. Sie sind die Frau Ihres Mannes und das ist ein Traumjob? Ja. Na da, also hör mal. Die Ehe ist ja überhaupt wieder in. Ich habe gelesen, dass Frau, jetzt wird es schwierig, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, unsere Justizministerin, irgendetwas angeregt hat, eine Gesetzesvorlage, Frau Lelgemann wird mich verbessern, dass man die Ehe, die Ehe der Lebensgemeinschaft, also der Ehe ohne Trauschein, gleichstellen will, also umgekehrt, die Lebensgemeinschaft der Ehe. Bleibt da noch ein Unterschied dann? Eigentlich nicht, ne? Seitdem flüchten ja die Männer direkt in die Ehe. Da wissen sie wenigstens, was sie haben. Eben. Und sonst wissen sie, sie wissen, was sie haben. Wie viele Kinder haben Sie denn? Keine. Wir haben uns überlegt, Schulze gibt es schon genug in Berlin. Was, gibt es genug? Schulze? Ja. Schulze gibt es genug. Kommen Sie noch ein bisschen näher, Frau Schulze. Schulze? Schulz heißt Nein, nein, nur Schulz, bitte. Ja, also nur Schulz. Ja, Schulz gibt es ganz wenig. Kommen Sie aus Berlin? Nein, ich bin gebürtige Kärntnerin. Eine Kärntnerin? Ja, der typische Kärntnername Schulz. Nee? Mein Mann ist Berliner. Ihr Mann ist Berliner. Also Ihr Mann ist Deutscher und Sie sind Österreicherin? Ja, gewesen. Ja, bei uns ist es genauso schon. Sie sind einfach so. Meine Frau ist Österreicherin und ich bin Deutscher geblieben. Ich bin mit der Heirat Deutsche geworden. Meine Frau hat gesagt, sie wollte ihren Pass behalten. Die hat jetzt zwei Staatsbürgerschaften. Das wäre jetzt ein Riesenthema, aber wir wollen das wirklich nicht sagen. Also, warum haben Sie sich Verdi ausgesucht? Das war damals, also habe ich die Musik von La Traviata gehört. Und seitdem sind Sie und Verdi? Und da war ich neugierig, welcher Mensch dahinter steckt, der so die Gefühle eines Menschen so musikalisch Eine beschreiben Frau kann. Besonders. Eben. Eben, dann geht's auch gleich los. Ich muss Sie fragen, die Masterfrage, was immer das ist, da gibt's doppelt so viel Geld. Welche soll das sein? Nehmen wir gleich die erste. Gleich die erste. Also, passen Sie auf. Schauen wir uns an, da ist der Meister. Da ist der Meister Verdi. Der Meister Verdi bekam bereits mit 7 Jahren von seinen Eltern ein Musikinstrument geschenkt. Ein Spinett. Bitte? Ein Spinett. Ein Spinett, wunderbar, da haben wir doch schon mal die Masterfrage. Kommen Sie ein bisschen näher, kommt damit wir hier dran. Ja, ich möchte Ihnen nicht daran. Nein, dann, ich freue mich doch. Wenn Sie näher dran, da brauchen wir auch nicht so zu sein. Und zwar ein Spinett deshalb, weil damals kam das Klavier auf und das Klavier wurde in. Und wohlhabende Leute haben sich wohl im Laufe der Jahrtausende nicht geändert und haben gesagt, na, da müssen wir auch ein Klavier haben. Wenn unsere Tochter, die soll Klavierstunden nehmen und nicht Spinettstunden, nicht wahr? Denn Klavier war das Tolle. Ja, damals war und da konnte man die alten, gebraucht, sie haben ein gebrauchtes Eben. Spinett gekauft. Stefano Cavaletti hat es repariert, umsonst. Na bitte, die wissen alles. Und ich das war damals eben doch modern, das Spinett nicht mehr zu Hause hinzustellen, sondern das Klavier. Und davon hat er profitiert mit seinem Spinett. Sehr schön. Gut, aber wie ist der Mann, der das repariert hat? Stefano Cavaletti. Stefano Cavaletti. 1821. Ah, nee, dann kann ich nicht mehr brauchen. Ich bin ja 100 Jahre später erst geboren, sonst könnte man mein Spinett mehr heilen. Schauen wir uns einen Film an. Da ist übrigens das Spinett. Ja. Also bei Opern habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten als Schauspieler, das so ganz. Gewaltige Dekoration. Aida. Sie. Sie. Triumphmarsch. Ja. Und da hat der Verdi Musikinstrumente verändern lassen. Was? Die Silberposaunen hat er machen lassen. Extra für diese. Extra die sogenannten. Die Aida-Posaunen. Aida-Posaunen, die schauen wir uns jetzt an. So schaut sie aus. Ja, genau. Hat er in Brüssel anfertigen lassen, extra. Brüssel? Ja. Ich nicht gewusst, wieso in Brüssel? Weil dort damals die besten Instrumente hergestellt wurden. Aber wie der heißt, wissen Sie nicht von Brüssel? Nein, das weiß ich nicht. Gut. Aber Sie wissen viel und das ist das. Aber die gibt es nicht mehr, die Dinger. Nein, die sehen die heute anders aus. Ja, die sind, also hat eigentlich, seine Erfindung hat sich nicht durchgesetzt. Seine Musik hat sich durchgesetzt, das ist ja auch wichtiger. Ja. So, Frage 3. Jetzt schauen wir ein bisschen
Oder hören wir ein bisschen. Schauen können wir auch, denn er kann sich ja sehen lassen. Man macht ja nie die Augen zu. Man sagt immer dummerweise, man geht in die Oper und hört eine Oper. Wenn ich in die Oper gehe, mache ich die Augen doch nicht zu. Da will ich auch sehen, was auf der Bühne geschieht. Ja, im Konzert muss man die Augen zumachen. Ich auch das, nicht. Ja, Sie nicht. Aber wenn man nichts davon versteht, sieht das doch sehr viel, wenn man so sitzt. Meinen Sie, sieht das? Dann denken die Leute, ja, sehen Sie? Drückt sich mehr Kunstverstand aus. Dann denken die Leute, der hat den Beethoven in sich. Und der Tenor sagt sich gleich, wenn er noch lange quasselt, singe ich überhaupt nicht, wenn man nämlich gerade loslegen will und wird dann unterbrochen. Und das ist Jochen Schäfer, unser Tenor, und Professor Helge Dorsch am Flügel. Und, was keiner für möglich hält, etwas Außergewöhnliches live. Bitte schön. Danke, meine Herren. Vielen Dank, Jochen Schäfer. Vielen Dank, Professor Dorsch. Ja, sonst geben Tenöre ja Zugaben, aber in der Sendung geht das nicht. Aber Tenöre müssen immer was zugeben. Hören Sie auch am liebsten Tenöre? Ja? Nein, eigentlich nicht. Meine Lieblingsarien ist Bariton. Bariton. Gut. Aber jetzt was anderes. Damals gehörte Venedig zu Österreich. Und der Verdi musste sein Libretto einreichen. In eine Zensur. Heute ist die Zensur nicht so offiziell, sondern indirekt. Aber wollen wir das jetzt nicht so genau. Wir tun immer so, als gäbe es keine Zensur. Also, und die hat das abgelehnt. Warum haben die das abgelehnt? Wegen des Titels haben sie es abgelehnt. Wie hieß diese Oper Rigoletto, der wir das gehört haben, ursprünglich? Er wollte das eigentlich den Namen geben, La Maledizione. Ja. Und die Zensur hat das abgelehnt, weil sie keine Buckligen auf der Bühne sehen wollte. Sie wollten keinen Buckligen auf der Bühne sehen. Und sie wollten eben, La Maledizione heißt ja der Fluch. Der Fluch, sie ja. wollten nicht, eine, die Zensur damals gesagt, eine Oper, die der Fluch heißt, ist ja. schon, das ja, ist schon sehr anrückig. Das ist schon sehr suspekt, ja. Ist schon sehr suspekt. Also sind wir heute schon etwas weiter. Verdis Theatersprache war natürlich Italienisch. Nehmen wir es hier. Ancora le Luisa ucciderete, a verbe l'uomo cura dell'esser vostro. E lo potrei. Fosse mia fosse. Ich wollte Ihnen eine andere Frage stellen, da haben wir die vorgezogen. Ich sage es nur für die Damen und Herren, die entsetzt eben sagen, um Gottes Willen, das sollte doch was ganz anderes. Das macht nichts. Die Wand irrt sich nicht. Ich habe mich geirrt. Die das gedruckt haben, haben sich geirrt. Alle haben sich geirrt. Nur die Wand irrt sich nicht. Aber ist doch vollkommen egal. Das war Ihr geliebtes Traviata. La Traviata. La Traviata. Ja. Traviata war ja so ein Riesenerfolg nicht beim ersten Nein. Mal. Denn die Sache ist ja die, diese Dame, das geht Donatelli. Auf Dumas zurück, nicht wahr? Mhm. Alexandre Dumas, die Kameliendame, die stirbt an Schwindsucht, wie Sie wissen.
Aber bei der Premiere sang das eine Dame, ja, hinter der konnte ich mich leicht verstecken. Donatelli. Dann muss sie schon ein bisschen beleibt gewesen sein. Und wie hieß diese Donatelli. Dame? Donatelli. Donatelli, soll uns Donatelli genügen? Die hatte einen Doppelnamen. Oh. Oder soll uns das genügen? Das reicht. Das reicht. Danke. Es war auch noch ein anderer Misserfolg. Und zwar wurden damals nicht die zeitgenössischen Kostüme genommen, sondern die Kostüme aus dem König Ludwig XIV. Fanny, da waren Fanny Donatelli. Salvini. Fanny Salvini Donatelli. Ja. Das ist ein herrlicher Name. Deswegen war die auch, wer einen guten Namen hat, der braucht auch Gewicht. Denken Sie an Pavarotti. Ja. Nee? Und jetzt kommt Ihre andere Frage. Wie gesagt, seine Theatersprache war italienisch natürlich, aber er hat eine Oper komponiert, nicht nach einem italienischen Libretto. Wie hieß diese Oper? Haben wir einen? Die brauchen wir nicht mehr. Lass uns den Verdi zugucken. Ja, von Schiller? Ja, aber wie heißt die Oper? Da hat er vier Stücke. Sagen Sie die, die ich meine. Giovanna d'Arco, I Masnadiere, es geht zurück auf die Räuber. Dann Luisa Miller aus Cavalli und Liebe und dann Don Carlos. Den meinte ich. Ja, zu viel gerückt. Danke. Essel. Sie haben zu viel gewusst, da kann man aber nicht sagen, sie hat es nicht gewusst, ne? Wenn sie es alle gewusst hat. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie das trotzdem mit, können Sie immer wieder nachgucken, was Sie gefragt worden sind. Mein Herr? Herr Dambovi. Dambovi. Martin. Sie haben Anhänger hier. Ich habe Anhänger, ja. Kommen Sie ein bisschen näher, kommen Sie wieder. Herr Dambovi, Sie haben hier Anhänger. Haben Sie die mitgebracht? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Mönchengladbach. Mönchengladbach. Was ist der Name Dambovi? Wo kommt der her? Schlesien. Aus Schlesien, ja. Wollen Sie die erstmal losnehmen? Dankeschön. Einmal aus der Mitte raus. Was machen Sie, Herr Dambovi? Ich bin Arzt. Was? Facharzt oder so? Nein, noch nicht. Noch in der Ausbildung, Krankenhaus. Aber Sie sind schon fertig? Sie sind schon, ich bin schon fertig? Arzt, aber halt noch nicht Facharzt. Ach so. Was das wollen Sie für ein Facharzt werden? Gynäkologie. Mhm. Muss auch sein. Ja, denke ich. Ich hätte Sie sonst gefragt, wie geht's mir, aber das hat ja in dem Fall gar keinen. Kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, ne? Tut mir leid. Ja, da muss ich nicht sagen. Aber jetzt kommt ja das Erstaunliche. Jetzt kommt das Erstaunliche. Er ist Arzt. Und Sie sind ein Fan gewesen, oder ist das ein Scherz? Machen Sie das? Nein, ich bin schon Fan gewesen. Sie sind Fan gewesen von der Schwarzwaldklinik. Genau. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Ja. Aber Sie sind nicht deswegen Arzt geworden? Nö, das überschnitt sich zeitlich zwar, aber... Da gingen Sie doch noch zur Schule, als die anfingen, ne? Nee, da war ich schon im Studium. Waren Sie im Studium? Ja, ich sehe jünger aus, als ich bin. Wie alt sind Sie? 29. 29? Sie sehen wirklich jünger aus. Ja, jünger aus als ich, ne? Ja. 29. 29, wann war ich 29? Naja, doch, schon eine Zeit lang her, ne? Tja. Da studierte ich auch sowas Ähnliches wie Sie, aber mehr privat. Hört doch mal. Kein Grund zum Klatschen, war keine gute Pointe. Ich nehme das zurück. Wie lange brauchen Sie noch? Noch vier Jahre ungefähr. Da müssen wir aber ganz schnell fahren, damit Sie ja, würde ich sagen. Wie Schwarzwaldkliniker. Na, jetzt hören wir uns mal die Musik an. Da sind sie alle, Ihre Kollegen. Wunderbar. Bevor Sie jetzt die Frage stellen... Moment. Bevor ich die erste Frage stelle, frage ich wie immer... Durch die Jahrhunderte hindurch, welches soll denn die Masterfrage sein? Ich fange direkt mit der ersten an. Die fangen direkt mit der ersten an. Wie schön, dass ich Sie da gefragt habe. Von wem war die Musik? Hans Hammerschmidt. Hans Hammerschmidt, das ist er. Jawohl, da ist er.
Sag's mal. Und hat die, die Masterfrage hat schon geklappt. Und haben Sie diese Gang-Sendung immer gesehen? Ja, klar. Jedes Mal, wenn sie kamen. Auch wenn sie nicht kamen, dann auf Video. Toll. Das finde ich ja toll. Da wird sich der Bus so freuen. Hoffe ich. Ich sag's ihm. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen Film an. Aber wenn Sie alle gesehen haben. Schieb die Finger da weg! Wahnsinn, der hat doch auf uns geschossen. Jetzt wird es schwierig, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Mensch das weiß. Das war also der Dr. Udo, und der hat da einen Mord verhindert, nicht an diesem bewusstlosen Patienten, und wurde dabei schwer verletzt. Und ich frage Sie jetzt, in welcher Folge war das? Das war in der Folge 58. Gott sei Dank, es war 59. Ach. Das wäre auch ehrlich gesagt, Sie sind ein Wahnsinniger. Folge 58. Schade. Aber war nah dran. Aber was heißt nah dran? Ich habe schon gedacht, wenn er das weiß, werde ich verrückt. Ich kann normal bleiben. Wissen Sie zufällig, wie die Folge hieß? Ja, die Folge 59. Nein, das ist auch nicht wichtig. Das weiß ich nur wieder, weil ich lesen kann. Mit Geld geht alles. Ja. Ja. Damit die einwenden, alles nicht. Vieles. Nicht alles. Gut. Weiter geht's. Jetzt schauen wir uns wieder einen Film an. Jetzt schauen wir doch mal ihn an, den Herrscher aller Reusen, den Herrn Professor persönlich. Ja, toll, toll, verdammt, oder? Sehr toll, Herr Digger. Moise. Haben Sie die Plätze getauscht? Wäre ich nicht, der Japaner. Er wollte bei seinem Freund sitzen. Aber ich habe nichts dagegen. Ich auch nicht. Ich spreche so furchtbar schlecht Japanisch. Ja, ich auch. Und der Flug dauert lange nach San Francisco. Diese Dame, der da am Flugzeug da begegnet, der Klaus, der Professor Brinkmann, die bringt ein bisschen Unruhe, wie manche Damen, in die Ehe der Brinkmanns. Wie heißt diese Frau? Maria Rothenburg. Maria Rothenburg, ja, weiß das. Fabelhaft! Der Udo Brinkmann besteht seine, der Udo, der Dr. Udo, der Sascha, ihn, der besteht also seine Flugprüfung. Und benutzt dann seinen ersten selbstständigen Start, um der Schwester Elke einen Antrag zu machen. Was hat er da gemacht? Er hat sich ins Flugzeug gesetzt und da war ein, auf dem Band so ein Transparent dran und darauf stand, heiratest du mich. Wollen wir uns das anschauen? Das schauen wir uns. Bitte. Herr Doktor, das ist einmalig. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich müsste mir auch mal eine Fernsehserie angucken. Vielleicht wüsste ich es dann auch. Das mache ich jetzt mal. Mit einmal ist aber nicht getan. Ja, wie schaffen Sie das, es dauernd zu sehen? Also, Sie haben sich aufzeichnen lassen, ne? Ja, ja. Denn sonst müssen Sie Ihr Patienten vernachlässigen. Ja. Das geht ja nicht. So, jetzt wieder ein Stückchen Film und dann meine Frage, wenn Sie das sehen, wissen Sie sowieso. Also wenn andere pushen, dann merke ich es und ich selbst. Du darfst dich doch auch einmal irren, hm? Jeder Mensch darf das. Aber bevor nicht feststeht, dass du dich geirrt hast, ruhst du dich jetzt aus, hm? Gut. Er hat eine Fehldiagnose gestellt, angeblich. Wie hat sich die Sache aufgeklärt? Die Sache hat sich aufgeklärt. Es ging um einen kleinen Jungen, der wegen Appendizitis, also wegen Blinddarmentzündung, eingewiesen worden war. Er ist von Udo und von seinem Vater untersucht worden. Und die haben nichts festgestellt. Es war aber so, dass der Junge seinen Freund geschickt hatte, weil der auf eine Klassenfahrt fahren wollte. Dankeschön. Doktor, ich danke Ihnen. Das fabelhaft. Fabelhaft. Dankeschön. Fabelhaft. So. Die Einzahlungssumme, 14 Millionen 8. Wie ihr wollt, Kinder. Den Opa könnt ihr doch verscheißern, so viel ihr wollt.
Ich kann ja lesen, lese ich das vor, der große Preis. Rosi Schulz 1500 Mark, der Dr. Dambowi 1250, die anderen kommen gleich dran. Jetzt müsste diese Zahl kommen. Siehst du, na, wir einigen uns doch immer, das ist doch das Wunderschöne. 14.846.355 Mark, da darf ich jetzt mal sagen, das wurde mir vorhin gesagt, im Gegensatz zum Juno des letzten Jahres haben wir 10.000 Jahreslose mehr verkauft. Dafür bedanke ich mich. Und da ist mir ein großer Stein vom Herzen, dass ich das doch im Laufe der Zeit, als ich das noch nicht machte, doch bis heute ein bisschen verbessert hat, sodass ich nicht das Gefühl haben muss, ein Lebenswerk vernichtet zu haben. So, was? Ja. Und hier ist die Gewinnzahl, bitte. Das ist ja wichtig. Jetzt zu Hause oder hier ganz genau aufpassen. Vielleicht sind Sie ja mit da drin, dabei. Na, 4. Jawohl. Und 5. Und 4, 5, 2, 6. Alle, die das haben, die Endnummern 4, 5, 2, 6. Und jetzt geht's wieder los. Sie wissen schon, einmal 1 Million, einmal 1/2 Million, einmal 1/4 Million, 8 mal 100.000 Mark, 26 mal 10.000 Mark und so weiter und so weiter. Wobei 1.000 Mark auch Geld ist, besonders wenn es einem fehlt. Ich darf Sie begrüßen. Heute begrüße ich... Hallo? Jennifer. Richtig. Jennifer Nack. Ja. Ja, so ist es. Und der wesentliche Unterschied zu unserer Marion, die heute auf der Bühne steht und deswegen verhindert ist, sie ist wirklich eine Schornsteinfegerin, stimmt's? Ja, richtig. Hier in Hamburg? Ja, genau. Aber Sie sind noch ein sogenannter Azubi, genau. Eine Auszubildende. Ja. Wie lange muss man lernen? 3 Jahre. 3 Jahre? Mhm. Oh, ich denke, das ist heute wahnsinnig viel. Das ist doch heute mit Abgasen und mit computergesteuerten Heizungen und dem ganzen Kram. Schafft man das in 3 Jahren? Ja, wir halten uns ran. Wie heil, das ist schön, jawohl. Sie halten sich ran. Und ist man wirklich so furchtbar schwarz noch, wenn man abends heimkommt? Ja, je nachdem, wie Sie schon gesagt haben, kommt darauf an, was für Arbeiten wir gerade erledigen. Ja. Aber manchmal kommt man auch so appetitlich sauber wieder heim. Ja. Ne? No, also, wie lange müssen Sie noch? Im August komme ich ins dritte Lehrjahr. Und dann kommt die Gesellenprüfung. Richtig, ja. Wollen Sie auch Meister werden? Ja, mal sehen. Jo? Jo, halt die ran wie in der, ne? Dann geht das auf. Jo, Herr Bischof, begrüße Sie. Auch für Sie mal was anderes, ja, nicht? Mhm. Schön aufpassen, man weiß ja nicht. Mit Schwanz habe ich aber ein wenig... etwas mehr in der Mitte, da ist das von meiner Mutter. Ja. So, das ist die Million. Hier ist sie, er weiß es nicht, er liest schon. Die Million ist schon raus. Also der die Million gewonnen hat, der bleibt jetzt sicher am Apparat, wenn er es wüsste. Nee, wenn er es wüsste, ging auf jeden Fall, das reicht mir. Eine Million, das war die halbe. Jetzt kommt die Viertel. Und die vielen Hunderttausender und die Tausender und so weiter. Das machen Sie wie immer dann ein bisschen draußen sichtbar fürs Publikum. Alles Gute. Danke. Und wenn Sie Meisterprüfung haben, dann steigen Sie mir mal aufs Dach, ja? Danke. Herr Müller, tschüss, alles Gute. Danke schön. So. Sogenannte Seute der, ne? Ist er doch. Ja, Frau Kim. Katharine Kim. Stimmt's? Ja. Wie groß? 1,83. Stimmt's? Ja, stimmt. 1,83, genau. Ja, weil ich 1,85 bin. So, welches möchten Sie? Danke. Dankeschön. Frau Kim, was machen Sie? Haben Sie mit Mode was zu tun? Nein, ich studiere Medizin. Sie studieren Medizin? Ja. Wollen Sie auch Fachärztin werden? Ja. Was? Hals-Nasen-Ohrenheilkunde möchte ich. Oh, Hals-Nasen, und das ist gut. Das ist auch mir sehr wichtig. Sehr gut. HNO, nicht? Mhm, HNO, genau. Wie lange sind Sie schon? Wie lange studieren Sie schon?
Diesen Herbst wären es 5 Jahre. Also noch 1 Jahr, dann bin ich fertig und dann noch die Facharztausbildung. Die dauert auch nochmal 4, noch 5 Jahre, ja. Mhm. Ungefähr 5 Jahre. Wann sind Sie denn dann weg? Ich meine, wann kann ich zum ersten Mal kommen? Und ganz einfach, warte, guck mal. Also Sie können eigentlich schon... Schon jetzt kommen. Ja, das ist gut. Dann komme ich jetzt. Gut, das besprechen wir nachher. Aber wie lang? Ja, Mensch, das sind ja noch 5, noch 6 Jahre. Mhm. Noch 6 Jahre, genau. Geht vorbei. Sieh, ich habe das 12 Mal geschafft mit den 6 Jahren. Ich kann nur sagen, geht ruckzuck. Schön. Wollen wir mal. Sie haben sich Audrey Hepburn gehört. Warum? Weil Sie ein ähnlicher Typ sind? Oder mochten Sie immer? Ja, ich mochte sie schon immer. Also seit ich klein war, weil das meine Lieblingsschauspielerin. Lieblingsschauspielerin? Ja. Seit Sie klein waren? Ja, das ist aber ich lange. Jung war. Jetzt sind Sie, na, jung sind Sie noch und groß sind Sie auch. Man kann sich nicht vorstellen, wie klein waren Sie denn mal? So klein wie alle. So klein wie alle. Sind Sie noch gewachsen? Wann? Ja, als Sie schon eigentlich erwachsen waren. Nein. Ich bin beim Militär. Man sagt nicht umsonst, da werden einem die Hammelbeine langgezogen. Und ich bin noch gewachsen beim Militär. Also, ich bin mit 1,84 hin, kam mit 1,85 zurück. Also in der Länge. In der Breite haben Sie mir ein bisschen was abgeschnitten. Aber nun Gott, man kann nicht alles haben. Nee, also bei mir war das ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Schön, ist doch schön. Kann ich wenigstens mal gerade stehen, in die Augen schauen. Sehr schön. Ich frage Sie selbstverständlich, welche Frage die Masterfrage sein wird, bevor ich verlege mal wieder Mühe ohne Honorar. Also ich hätte gerne auch die erste Frage. Als die erste gleich. Ja. Gleich die erste. Das ist gut. Sie sagen sich, die erste ist meistens die leichteste. Das steigert sich ja nachher. Nehme ich gleich die erste. Hier haben wir ein Foto. Und wen zeigt es? Mehrfach unsere Audrey Hepburn. Sie hat in ihrer Jugend, diese Frage finde ich wahnsinnig schwer, aber vielleicht muss man Spezialist sein, warb sie für eine Schönheitscreme mit ihrem Foto. Und wie hieß diese Schönheitscreme? Lactocalamin. Lactocalamin oder Calamine. Wissen Sie das? Oder hieß die, ich meine, ist ja völlig richtig, Lactocalamin, da steht es ja. Lactocalamin. Ja, vielleicht spricht man es auch Lactocalamin, das weiß ich leider nicht. Surest protection for your skin against sun and wind. Wenn Sie sich damit einschmieren, ist der Wind weg. Ich habe Ihnen schon... Aber... Also Lactocalamin? Oder Calamine, ich weiß ist nicht. Ist wurscht. Also, aber jedenfalls ist es richtig. Gut. Ein anderes Foto hätte ich jetzt gerne da. Schauen Sie, in dieser Komödie, Laughter in Paradise, die ist in Deutsch, wer zuletzt lacht, da hatte sie einen einzigen Satz. Und damit begann ihre Karriere. Man kann auch mit einem Satz Karriere machen. Wie hieß dieser Satz? Wer möchte Zigaretten? Ja. Oder wer will Zigaretten? Wer will Zigaretten? Na gut, das will ich noch wissen. Ja. Gut. Einen Vorteil hat ja so eine Quiz-Sendung, also für den Moderator. Der merkt so im Laufe der Jahre, wie blöd er eigentlich ist. Alles sagen, wer weiß das? Ne? Wir haben gesagt, was hat die da gesagt? Was soll sie sagen? Ich weiß es nicht. Rauchen Sie nicht. Oder hier ist Rauchen verboten. Also, es geht weiter. Ein Ausschnitt aus einem Ihrer schönsten Filme vielleicht. Mit Gregory Peck. Da kommt er. Auch ein netter. Ne? Freut mich, dass Sie gekommen sind. Sehr erfreut. Stehen Sie lieber auf, Sie sind viel zu jung, um von der Polizei aufgelesen zu werden. Polizei? Ja, Polizei. 2.10 Uhr zurück und umziehen. 2.50 Uhr. Ja. Wissen Sie, wenn man keinen Alkohol trinkt, soll man ihn nicht trinken. So, ja, ja. Wäre ich ins Grab gebettet, schon längst zur ewigen Ruhe. Mein schlafend Herz noch jubelt deine Stimme liebreiz zu. Sind Sie ein Fußballfan, ja? Eigentlich nicht. Also so WM schaue ich mir schon an, aber so nationale Spiele nicht. Aber das mit Bayern können Sie ertragen. Ja, Sie kommen nämlich aus München. Da habe ich schon gedacht, warum Sie nicht Trauer trägt. Aber Sie sind so. So ein Fan sind Sie nicht. Nee. Aber gut, das war also der Film Ein Herz und eine Krone mit Gregory Peck. Aber wer war der Regisseur von diesem Film? William Wyler. William Wyler, weiter geht's. Ich will ja pünktlich sein heute. Noch ein Film.
noch ein Film mit Audrey Hepburn. Meine Herren. Und mit Porgy, mit Humphrey. Die Vorstandssitzung der Larrabee-Industriewerke ist hiermit eröffnet. Als erster Vorsitzender möchte ich zunächst ausführen. Dem Vorsitzenden wird so schwindelig. Sitzung verschoben. Nehmen Sie inzwischen einen Eisbecher. So ein Büro habe ich schon einmal gesehen, bei meinem Zahnarzt in einem alten Magazin. Hat David auch so ein Büro? Ungefähr so, nur größer. Größer? Oh ja, statt des Schreibtisches hat er einen Tennisplatz. Bitte, Sabrina, bevor mir die Finger völlig erfrieren. Das war mit Humphrey Bogart. Ich habe gelesen, er hätte lieber seine Frau in der Rolle gesehen. Aber er kann sehr zufrieden sein, dass es auch unter Hepburn gespielt hat. Damals war der Dollar ja noch 4 Mark. Er hatte 300.000 Dollar Gage. Wie viel hatte sie? Es war ihr zweiter großer Film. Oh Gott. Er hatte 300.000 Dollar Gage. Sie hatte ganz wenig, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viel, 30.000 Dollar? Die Hälfte. Oh. 15.000 Dollar, 5% vom großen Humphrey hatte sie. Mhm. Ich danke Ihnen, das war's. Nee, es war's noch nicht, geht weiter. Nein, geht ja weiter. Jetzt schauen wir uns so ein Bild an von der erwachsenen Audrey. Da ist sie immer noch eine schöne Frau. Und sie wurde UNICEF-Botschafterin. Wann wurde sie ernannt? 1988. 1988. Danke. Danke. Aber wir sehen uns ja noch. So, und Herr Dresslein. Guten Abend. Abend. Ziemlich heiß hier. Bitte? Ziemlich heiß hier. Warm, gut, ja. Sie haben recht, es ist ziemlich heiß. Ich sagte das vorhin auch schon. Das Fernsehen ist ja nicht so ganz billig, was Kameras kosten, so ein großer Ü-Wagen, 4,5 Millionen und. Aber bis zu Klimaanlagen in den Studios haben wir es noch nicht gebracht. Eigentlich komisch, nicht? Dafür müssen wir immer noch Jackett mit Schlips und Kragen tragen. Eigentlich auch komisch. Die Oper geht man schon in Jeans. Herr Dresslein, jo. Sie haben die Wahl. Enorm. Enorm, ja, ein Jahreslos. Na, schmeiß es nicht so weit weg. Ein Jahr, also, das treiben Sie so sonst vom Beruf. Sagen Sie nicht, Sie sind Mediziner. Nein, ich studiere aber auch, und zwar Journalistik. Journalistik? Ja. Und was wollen Sie einmal werden? Journalist, ja. Das liegt nah, nur aber... Nein, es liegt nah, aber weil Journalistik studieren... Ich war jetzt auf einer Tournee und habe ein paar Monate jeden Abend gespielt. Da kamen auch immer Journalisten. Und da hatte ich das Gefühl, die haben nicht studiert, die meisten. Und wenn ich dann nachgefragt habe, waren es auch alles Volontäre. Und das finde ich ja nicht, es waren viele dabei, die haben dafür keine müde Mark bekommen. Sondern man sagte ihnen, ich weiß, Sie kennen das. Man sagte ihnen, da können Sie doch nur was lernen und seien Sie froh, dass Sie überhaupt mal mitarbeiten dürfen und schreiben Sie mal was. Und das Ganze umsonst. Und so war es dann auch. Die Fragen, die Sie stellten, waren auch zum großen Teil noch ein bisschen amateurhaft, zurückhaltend auszudrücken. Herr Dresslein, wie lange muss man denn da studieren? Was studiert man da? Journalistik? Was studiert man da? Ja, das müssen Sie die Professoren fragen. Aber Sie wissen es gar nicht, was Sie studieren. Doch. Dann fragen Sie doch mal die Professoren. Ja, man kann lernen, wie man einen Artikel gut schreibt. Man kann lernen, wie man gut recherchiert. Ja, ist das direkt eine Fachgebiet, eine Fakultät Journalistik? Ich kenne nur Theaterwissenschaften, Zeitungswissenschaften und so weiter. Und nee, so es gibt Journalistik als Studiengang, ja. Rein als Studiengang ja. Journalistik. Und dann sind Sie ja Diplom-Journalist. Mein Diplom-Germanist mit Schwerpunkt Journalistik. Ach, Germanist. Ah, dann weiß ich. Germanistik studieren Sie mit Schwerpunkt Ja, Journalist. Aber das ist auch ein eigener Studiengang. Ja, ja, Sie sollen hier, aber Sie können da keinen Titel machen. Dr. Jour gibt's nicht. Weiß ich noch nicht. Wissen Sie nicht, gut. Fragen Sie mal Ihren Professor, sei der blöde Kuh, der hat mich gefragt, was ich da werden kann. Ich stelle Ihnen in meiner souveränen Art jetzt die Frage, was soll denn die Masterfrage sein? Ich nehme auch die erste. Sie nehmen auch die erste, das hätte ich ja wissen können. Es ist auch wahr, ich finde auch, es wird gegen Schluss hin immer schwieriger. Hier schauen wir uns ein Foto an. Ja, warum haben Sie Oscar Wilde gewählt? Ja, ich habe in der Schule mal ein bisschen was durchgenommen. Die anderen hat es nicht interessiert, mich hat es interessiert, also bin ich dabei geblieben. Und der hat ein sehr interessantes Leben geführt. Man kann sich da schon für interessieren. Ein großer Dichter. Ja. Großer Dichter, ich liebe ihn. Aber mit Oscar Wilde, weil Sie sagen, in der Schule mal gehört. Ich habe mal unterwegs, weil wir von Journalisten reden, einen Volontär getroffen, das ist schon ein paar Jahre her. Da spielte ich im Idealen Garten in Lord Goring, ist eine herrliche Rolle. Damals konnte ich das rein gewichtsmäßig noch verarbeiten.
Und da kam ein Journalist, das war ein ehrlicher, lieber Volontär, und hat gesagt, ich habe keine Ahnung von Oscar Wilde. Ich weiß nicht mal, wer das war. Und ich muss die Kritik schreiben. Können Sie mir helfen? Und da habe ich zum ersten und einzigen Mal eine Kritik diktiert über mich selber. Und nun konnte ich mich ja natürlich nicht so loben. Und da habe ich die Kollegen alle gelobt. Ich fand sie auch gut und das habe ich auch gern getan. Und bei mir habe ich reingeschmissen, Hans-Jürgen Kuhnkamp in der Rolle der pointenreichen, facettenreichen Rolle des Lord Goring, vielleicht durch seine langjährige Fernsehtätigkeit etwas zu sehr der Pointe verhaftet. So hieß der Satz. Und am nächsten Tag sind die Kollegen haben gesagt, du, der hat ja ganz schön einen reingeschenkt, hast du das gelesen? Bis heute war das ein Geheimnis, Sie wissen es jetzt. So, 1897 schrieb Oscar Wilde im Gefängnis zu Reading, er war ja im Zuchthaus zu Reading, einen Brief an einen seiner engsten Freunde, der später publiziert wurde, dieser Brief. Unter welchem Titel ist dieser Brief veröffentlicht worden? Der Profundis. Die Profundis, ja. Die Profundis und... Frei übersetzt heißt das also... Ich hatte nie dabei. Aus den Tiefen, aus dem Untergrund der, nicht? Der Seele. Gut. Schauen wir uns den Film an. Ein bisschen Film. Ist das nicht ein merkwürdiger Gedanke, Dorian? In 20 Jahren, in 30 oder 40, wenn Sie ein alter, hässlicher Mann geworden sind, ist er immer noch der strahlende Jüngling von heute. Warum kann es nicht umgekehrt sein? Warum nicht? Mein Bild wird alt, aber ich bleibe immer jung. Mein hässliches zweites Ich würde dort hängen und ich würde mich nie verändern. Haben Sie gelesen, das Bildnis des Dorian Gray? Natürlich. Lesen Sie das, wenn Sie es nicht gelesen haben. Soll aber gar nicht so gut sein, nach Kritikermeinung. Aber was, der Film? Das Buch. Kritikermeinung, ich habe es ja nicht geschrieben, die Kritik. Also meine. Mit einer dieser drei Hauptfiguren hat er sich persönlich gemeint. Er hat sich damit identifiziert, also biografische Züge dem gegeben. Wie heißt der? Also er hat sich eigentlich mit allen dreien. Ja, aber primär mit dem. Ja, das ist schwierig. Er hat gemeint, also er wirklich mit allen dreien eigentlich. Da frage ich Sie nach dem Maler. Der Maler heißt Basil Hallward. Das ist gut, das wollte ich hören. Alles in Ordnung. Nee, wirklich. Hm? Er hat also gemeint, also der Lord, das ist so, wie er gerade jetzt ist. Der Maler ist, wie die Gesellschaft ihn sieht und Dorian ist, wie er gerne sein möchte. Also er hat sich als alle ja, drei... Aber, ja, aber wie die Gesellschaft ihn sieht, das war gut. Der Maler. Okay. Also wie er glaubt, dass die Gesellschaft ihn sieht. Aber es ist ja alles wunderbar. Wer illustrierte die englische Erstausgabe von Oscar Wildes Einakter Salome? Aubrey Beardsley. Beardsley, das wollen wir uns aber anschauen. Wunderschön. Sehr gut, da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wem ist die Ballade vom Zuchthaus zu Reading gewidmet? Die Ballade fängt an, wenn Sie nicht. Er trug nicht mehr den roten Rock, wie Sie, das hilft Ihnen vielleicht, trug nicht mehr den roten Rock, denn Blut und Wein sind rot. Und seine Hände färbten sich vom Blut und Weine rot. Die arme Frau, die er geliebt, man fand sie bei ihm tot. Und diesem Mann ist er da begegnet, der seine Frau umgebracht hatte. Er hat mit ihm nie gesprochen, der war in einem anderen. Und dem hat er die Ballade gewidmet. Wie hieß dieser Mann? Ein ehemaliger Soldat, darum sagt er, er trug nicht mehr den roten Rock. Wem hat er diese Ballade vom Zuchthaus zu Reading gewidmet? Ist viel länger, das sind ein paar Seiten. Ich denke, das weiß ich nicht. Also ich tippe mal Thomas Wainwright, aber das... Nee? Charles Thomas Wooldridge ist dieser Mörder, muss ich da leider sagen. Man kann nicht alles, wirklich nicht. Wann wurde die Erzählung The Canterbury Ghost erstmals veröffentlicht? Oscar, hör zu. Oscar, hilf. Also, wurde ja mehrmals veröffentlicht. Zum ersten Mal, darum frage ich ja, zum ersten Mal. ...1887. Ja! Mensch, es geht! Da hatte ja das Nachdenken.
Da hat sich ja das Nachdenken gelungen. Eieieiei. Jetzt kommen ja die Lose zum Tragen. Frau Legermann, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt brauche ich wieder juristischen Beistand. Drei, der Herr Dambowi, die Frau und der Herr Dresslein, um alle drei 1250 Mark. Sie, Frau Schulz, sind aus dem Schneider. Sie sind bereits unter den letzten drei. Und was wollen wir jetzt für eine Zahl nehmen, damit Sie wissen, ich beeinflusse das nicht. Die letzte Ziffer entscheidet, der Kandidat mit der niedrigsten Endziffer scheidet aus. Der Kandidat mit der niedrigsten Endziffer, die sind da groß drin. Darf ich mal gucken, hier stehen Sie groß drin. Sie haben die Endziffer 2. Und Sie haben die Endziffer 6. Und er hat die Endziffer 3. Die sind Sie doch noch ausgeschieden. So nachgedacht. Und das noch rausgekriegt. Ja, es ist ein Spiel und irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Ja? Aber ich danke Ihnen. Wir sehen uns dann. Danke. Sie haben nicht verloren, Sie sind nur ausgeschieden. Ja? Und bevor wir jetzt also in die zweite, in die große Runde gehen, wo sich das entscheidet, wie viel Geld heute der große Preis ist, begrüße ich zwei liebe, ja das darf man nicht sagen, liebe alte Bekannte, aber vom Bekanntheitsgrad alt, sonst jung und lieb in jedem Falle. Ich bin nur alt und manchmal lieb, die sind immer lieb und werden auch mal alt, hoffe ich. Das ist Peter Horden und Slava Kantschew. Oder umgekehrt, Slava Kantschew und Peter Horden, wie sich das gehört. Und Sie, ja, begrüßen Sie sehr herzlich. Es sind ja auch für Sie alte Bekannte. Und Sie spielen eine Komposition. Darf ich das sagen, dass sie von dir ist, oder soll ich es weglassen? Dann lasse ich es weg. Nein, gut. Also eine Komposition von Peter Horden. Aufstand der Regenschirme. Bitte.
Danke. Dankeschön, danke. Das war sehr interessant. Jetzt wissen wir etwas über das Seelenleben der Regenschirme. Ich hatte allerdings das Gefühl, es sind nur zwei Schirme, die sich unterhalten. Aber bei Aufstand sind es vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt muss man sich nicht wundern, dass ab und zu mal einer nicht aufgeht oder nicht zugeht oder umklappt im Wind oder vielleicht ein bisschen was das durchtröpfelt oder dass er einfach stehen bleibt. Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank, Peter. Dankeschön. Und nun geht's zum Thema der Wand. Das Thema der Wand ist heute groß und klein. Was das beinhaltet, werden Sie gleich feststellen. Frau Schulz, Sie beginnen. Sie haben 1500 Mark. Vermehren Sie es, vermehren Sie es. Ich setze 100 Mark auf den Namen, auf den Buchstaben G wie Günther. G wie Günther, und heißt Ihr Mann Günther? Ja. Aha, der Mann heißt Günther, ist er hier? Ja. Hallo Günther, da ist er. Gut, 100 Mark, Günther, aber bitteschön, 100 Mark. Das schauen wir uns als ein Buckelwal. Ja, die unterhalten sich auch. Das ist nämlich die Mama und das ist das Baby. Babybuckelwal. Das ist ein ganz schönes Baby, nicht? Was glauben Sie, wie groß ist ein Buckelwal-Baby bei der Geburt? So 4, 6, 7, wie viel Meter? Ich würde sagen 10 Meter. 10 Meter? Ja. Seien Sie froh, dass Sie kein Walbaby kriegen müssen. Das ist 4,30 Meter im Durchschnitt. 4,30 Meter. 10 Meter, die arme Buckelwalin. Herr Dambowi, Herr Doktor. Ich setze 100 Mark auf Kuh wie Qualle. Kuh wie Qualle, 100 Mark auf Qualle, ja. So, schauen wir uns mal etwas an. Das ist ein Mikrochip. Wie mikro der ist, das sehen Sie an dem Fingernagel der Dame, auf der er ruht, der Mikrochip. Aus welchem Ausgangsmaterial bestehen Mikrochips? Silikon. Silizium. Silizium, ja. Ist das Gleiche? Würde ich behaupten, ja. Würden Sie behaupten, sind Sie einverstanden, behaupten Sie das mit? Kollege Mann, Sie sind Juristin, jetzt wissen Sie auch noch Chemie und Werkstoffkunde. Ich verlasse mich auf die Auskunft der Redaktion, wonach ein Unterschied besteht. Die Antwort besteht darin ist ein Unterschied? Ist ein Fachmann hier. Silizium, Silikon. Von Silikon weiß ich nur, dass man das nimmt, wenn man nicht so richtig... bitte? Silicon Valley. Silikon ist ein kautschukartiger Kunststoff. Der schmilzt nicht in der Sonne, ne? Man war es nicht, man war es nicht. Also ich kann das leider nicht akzeptieren, lieber Doktor. Schade. Silikon und Silizium ist nicht das Gleiche. Frau Kim. Ich setze 250 Mark auf C wie Cäsar. C wie Cäsar. Gut. Das ist das größte Bild, das Picasso je gemalt hat. Das ist ungefähr 3,50 Meter auf 7,80 Meter. Und wie welchen Titel trägt es? Guernica. Guernica, richtig. Sehr schön. Sie bleiben dran, Frau Kims. Sie bleiben dran. Ich setze 300 Mark auf S wie Siegfried. 300 Mark wie Siegfried. In diesem Zeichen mögen Sie siegen. Oh! Das ist doch wieder das schönste Geld, für das man nichts getan hat. 2000. Jetzt sind Sie schon auf 3,5 und Sie sind wieder dran, Frau Schulz. Der erste Jolly ist weg. Ich setze 100 Mark auf V wie Verdi. Das ist gut, V wie Verdi. Der Vorhang geht auf. Ballettmädchen von der Fulda Ballettschule. Ihr lieben Mädchen, willkommen. Jetzt seid ihr dran. Bitte.
Dankeschön. Dankeschön. Wenn ihr dann erwachsen seid, dann kommt ihr zur letzten Sendung. Wer immer die dann machen wird. Wie nennt man dieses für Ballettmädchen typische rosa Kostümchen mit diesem? Tüllröckchen. Bitte? Tüllröckchen. Tütü heißt das. Heißt Tütü. Ein feststehender Begriff im Ballett. Tütü. Tut mir leid. Leute hatten wir eine Dame, die sagte Fufu dazu. Das war eine Chinesin. Sie sind dran, Herr Dabui. 150 Mark auf Y wie Y. Gut. 150 Mark. Dafür können Sie es nicht ganz leeren. Eines der größten Fässer der Welt. Ich kenne die anderen nicht. Dieses hat 221.726 Liter Inhalt. Da können wir uns alle schon einen schönen Abend mitmachen. Mehrere. Wo steht dieses Riesenfass? Sie haben doch studiert, haben Sie doch auch. Getrunken, aber, ja, aber ja? Nicht aus dem Fass. Nicht aus dem Fass. Da müsste ich raten. Sie müssten raten, das ist ein sehr guter Satz. Sie sollen raten. In Siena? In Siena? Ja. Warum in die Ferne schweifen? Sie, das Gute liegt so nah. Das gute Fass liegt in Heidelberg im Schloss. Das habe ich noch gelernt. Da sehen Sie, wie alt das Fass ist. Frau Kim. Ich setze 500 Mark auf K. wie Kaufmann. K. wie Kaufmann. Aha. 500. Schön. Ein Filmchen. Ein junger Mann. Ein Bub. Das ist mein Haus. Und ich werde es verteidigen. Wir wissen, dass du da drin bist. Und du bist auch ganz allein. Ich bin hier oben, die Grotte. Kommt und holt mich. Wollt ihr jetzt aufgeben oder wollt ihr noch mehr? Haben die Kinder wieder was gelernt? Lauter Spielzeugautos unten vor die Treppe. Da fällt der Alte auf den Hintern. So. Der hieß Kevin im Film. Und wie heißt er in Wirklichkeit, der junge Künstler? McCulkin. Ja. McCulkin, Eigenname. McCulkin, richtig? Echt? 4.000 haben Sie schon. Ich setze 500 auf A wie Anton. A wie Anton, 500, jetzt geht's ja mal ran. Unter 500 läuft hier nichts mehr. Na, schauen wir uns das an. Hallo, liebe Zuschauer, gerade laufen unsere letzten Vorbereitungen hier auf dem Lerchenberg für unseren ZDF-Fernsehgarten. Wir starten morgen früh in eine neue Saison und wir haben viele Überraschungen für Sie geplant, für alle großen und für alle kleinen Zuschauer. Und ich freue mich schon, wenn ich Sie dann daheim live an den Bildschirmen begrüßen darf. Aber jetzt unsere Frage an Ihre Kandidaten. Es geht um den großen und den kleinen Zeiger. Wann genau startet morgen früh der ZDF-Fernsehgarten? Um wie viel Uhr startet morgen früh der ZDF-Fernsehgarten? Um? 10 Uhr. Nein, da sind Sie noch alle aufgeregt. Um 11 startet der. Um 11 Uhr morgen früh. Dieses nennt man Eigenwerbung. Und hoffentlich ist sie erfolgreich und Sie schauen morgen früh auch wirklich alle zu, um 11 Uhr. Ich setze 100 Mark auf den Buchstaben B wie Bertha. B wie Bertha. Jetzt kommt was ganz Feines für Sie. Was ganz Feines. Schauen Sie die drei an. Darf ich mal bitten? Kinder sind immer lieb, aber die besonders. Guten Abend, meine Damen. Da habe ich eigentlich auch mir ein bisschen einen Wunsch erfüllt. Kommen Sie ruhig, Frau Schulz, näher und schauen sich diese süßen Schätze an. Hm? Du, Uschi? Hm? Ihr seid ja so seriös. Ja, ganz süß sind Sie. Niedlich, ne? Ja. Und jetzt kommt das Schwierige. Schauen Sie mal. Jetzt kommt das Schwierige. Mal, jetzt muss ich auch guten Tag sagen. Die beißen schon eher mal, ne? Ja. Stimmt doch, ne? Ja.
Aber noch nicht, wenn man so klein ist. In dem Alter noch nicht. In dem Alter noch nicht, später mal. Ja. Und von Ihnen will ich nur wissen, zwei dieser Welpen, was das mal wird. Ich würde sagen, das ist ein Bernhardiner und das ein Zwergbinscher. Das ist beides falsch. Das wird einmal ein, das ist schon ein Berner Sennenhund und das sind Chihuahuas, die kleinsten Hunde der Welt. Bitte nehmen Sie wieder Platz, ich muss mit denen noch ein bisschen bussieren. Du, ich habe nämlich auch mal so einen gehabt. Der hatte nachher 52 Kilo. Ja, die werden groß. Der Berner Sennenhund. Sehr nicht süß? Alle süß. Sie haben den. Ach, er hat in den Monitor geguckt, da gähnt der natürlich. Na, das darfst du aber auch nicht. Nicht in den Fernsehapparat gucken, da wird man müde. Jo. Die Pranken, die da, das wird mal ein Brocken. Das sind ja so liebe. Gut, aber könnte man denken, Bernhardine, wenn man so gar nicht weiß, nicht? Oh, du bist auch ein großer Hund. Und du wirst, schau mal, jetzt sieht man jetzt schon, wie alt ist er? 8 Wochen. 8 Wochen? 10 Wochen. Schämt euch mal, der ist erst 8 Wochen, ist schon so groß. Und das werden Fuchs. Oh, gut. Das werden Fuchsterrier. Drahthaar-Fuchsterrier. Drahthaar-Fuchsterrier. Ja. Jo. Wie alt sind die? 4 Wochen. 4 Wochen. Jo, gut, sind die nicht süß. Aber die haben denselben Nachteil wie Menschen. Sie werden größer. Und ja. Jetzt sind sie so süß. Was glauben Sie, was ich für ein süßes Baby war? Ich höre die immer alle noch. Du. Ich danke Ihnen. Ich kann mit Hunden stundenlang. Ja, tschüss, mein Kinder. Jo. Tschüss. Danke, meine Damen. Dankeschön. Lieb. Was haben Sie gesagt? Bernhardiner, das kann ich ja noch verzeihen. Und was war das andere? Zwergpinscher habe ich gesagt. Zwergpinscher. Das waren ja Welpen. Die armen Kerlchen waren ja erst 8 Wochen alt oder was? Zwergpinscher. Haben Sie einen Hund? Nein. Schaffen Sie einen an? Ich liebe Katzen. Sie lieben Katzen? Ja. Ja, dann schaffen Sie erst recht einen Hund an, da freut sich die Katze. Wenn Sie Ihrer Katze eine Freude machen wollen, schaffen Sie einen Hund an. Das ist nur am Anfang. Müssen Sie gleich sagen, du, das tut man nicht. Das sind die besten Freunde. Wer das erfunden hat mit Hund und Katz, weiß ich nicht. Aber immer Hunde gehabt, immer Katze gehabt und sich immer vertragen. Mhm. Immer. Was hat Schopenhauer gesagt? Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Das hat damit ja nichts zu tun. Herr Dambowi. 200 Mark auf X wie Xylophon. Wie Xylophon. X wie Xylophon. Na? 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 Was? Sehr schön. Sehen Sie, so leicht zahlt die Kasse nicht, wie hier. Frau Kim. 400 Mark auf E wie Emil. E wie Emil, 400 Mark. Schauen Sie sich das an. Das ist stark vergrößert, eine Aufnahme von einem Gebrauchsgegenstand aus dem alltäglichen Leben. Worum handelt es sich? Zahnbürste. Eine Zahnbürste. Jawohl, da ist er. Gut. Sehr gut, 3,9. Und weiter geht's? 500 Mark auf T wie Theodor. T wie Theodor, 500? Ja. Naja, das ist, müssen Sie wissen. Schauen Sie sich das mal an, das sind Wirbelstürme. Das sind Tornados in Nordamerika, da fliegen die Fetzen. Das ist schlimm. Aus welcher Sprache stammt der Name Tornado? Tornado. Tourne, aber aus welcher Sprache? Aus welcher? Nee, ich, aus dem Italienischen, Lateinischen. Fast. Lateinisch, richtig, Spanisch. Aus dem Spanischen. Mhm. Aus dem Spanischen. So, Tornado, gedreht, umgedreht, umgekehrt. Tornado. Frau Schulz. Ich setze 200 Mark auf W wie Wilhelm. Mhm. Ein kleiner Film. Das waren die, mit Recht muss ich sagen, seit 30 Jahren so beliebten Mainzelmännchen. Nun nennen Sie mir bitte 3 der Mainzelmännchen mit Namen. Max. Max. Ede. Und Toni. Na ja,
Das ist also fast ganz falsch. Der heißt Anton. Na ja, und Edi. Ist ja abgekürzt. Und Max ist gar keiner dabei. Gar keiner dabei. Nee. Ich nenne sie Ihnen Anton, Berti, Conny, Det, Edi und Fritzchen. Aber trösten Sie sich, als ich das erfuhr, diese Frage, habe ich gesagt, haben die überhaupt einen Namen? Ich habe die immer gesehen, ich habe nie die Namen gehört. Hätten Sie, jetzt frage ich Sie, hätten Sie die Namen gewusst? Wer hätte drei gewusst? Also brauchen Sie nicht zu genieren. Und da kann ich nur dem ZDF sagen, ihr müsst die Jungs ein bisschen populärer machen. Jeder kennt die, keiner weiß, wie die heißen. Wenn einer zweimal im Fernsehen sonst seinen Kopf hinter, der steht dann schon in der Bildzeitung und der Fernsehstar. Das sind Star. Nee, jetzt sind sie weg. Herr Dambowi, 500 Mark. Runde Summe, 3000 Mark. Gehen Sie vorsichtig damit um. 500 Mark auf Z wie Zeppelin. Z wie Zeppelin. Hier sind sie. Ich kann mich noch sehr genau erinnern. BMW Isetta, Messerschmitt, Kabinenroller, wir nannten das damals Menschen in Aspik. Können Sie sich erinnern? Schön, ne? Und hier das mit Recht so beliebte und berühmte Gogomobil. Ja, damals hatten wir auch die meisten andere Figuren, da war das eine Riesenlimousine. Und heute musst du rein mit dem Schuhlöffel und raus mit dem Korkenzieher. Und jetzt meine Frage. Auch BMW baut heute größere Autos bis zu 12 Zylinder. Welcher von diesen dreien war am stärksten motorisiert? Welcher von den dreien? Muss ich raten, das Gogomobil. Richtig, das Gogomobil. Und dieser gewaltige rote Renner, was glauben Sie, wie viel PS, also die Frage ist richtig beantwortet, was glauben Sie, wie viel PS das hatte? 13,6. 13,6 PS hat heute beim großen BMW der Scheibenwischer. So. Na, die Autos sind größer geworden. Aber schön sind die auch, ne? Und man kann so schön träumen von früher, als man da noch reinpasste. Sie sind weiter dran, Herr Dambowi. 500 Mark auf I wie Isidor. I wie Isidor. Ein Stückchen Film. Vorschuss haben. Auch Kindheitserinnerung. Und deshalb können sich die frischen Millionäre auch umgehend standesgemäß einkleiden. Sehr elegant. Ja, den Hut nehme ich. Bitte schön. Soll ich Ihnen den reinigen lassen und zuschicken? Ja. Ich kann nicht sehen, wenn du mit so einer dreckigen Melone rumläufst. Danke. Zwei weltberühmte Komiker waren das. Haben Sie noch eine Ahnung, wie die hießen? Pat und Patterson. Pat und Patterson. Das ist gut. Die haben wir als Kinder so oft gesehen. 30 Pfennig im Kino. Wie hieß das? Kaiserpalast. Ja, Kaiserpalast hieß das. Kostete 30 Pfennig, der Eintritt. Jetzt kostet er schon über 40, habe ich mir sagen lassen. So, der große Preis, die Glückszahl. Und jetzt möchte ich mal den ersten. Wir hatten das letzte Mal das Glück, da war gleich eine Dame dran. Können Sie sich erinnern? Und die war so gütig und hat die 100.000 Mark auch genommen. Die sagte, ja, das nehmen wir so mit. Das fand ich wirklich rührend. Ich kann nur hoffen, dass ich heute wieder so einen lieben Menschen habe, den ich jetzt mal telefonisch verständigen werde. Von seinem Glück 100.000 Mark gewonnen haben. Hoffentlich ist die Dame zu Hause. Das ist das Schönste an der ganzen Sendung. Die Leute sagen, dass sie Geld. Sitzt im Biergarten.
Ja, hallo, spreche ich mit Frau Meier? Nein, mit Frau Schneider. Frau Schneider? Schneider in Buß, im Saargebiet. Im Saargebiet? Oh, ja. dann hat man mir eine falsche... Moment, Sekunde. Mein Name ist Kuhlenkampf, können Sie schon mal erschrecken, eine Zeit lang. Und wir machen hier, jetzt wissen Sie alles schon, die Sendung... Ja, stimmt. Die Sendung, der große Preis. Und Sie, liebe Frau... Wie war Ihr Name? Schneider. Liebe Frau Schneider, Sie haben 100.000 Mark gewonnen. Oh, das gibt es schon nicht. Doch. Wie? Das Fernsehen anmachen. Frau Schneider. Ja. Das Fernsehen mal anmachen. Die Leute freuen sich. Hören Sie mal. Es gibt noch mehr als 100.000 Mark auf der Welt. Aber das ist ja ganz schön, wenn man so einfach so die gewinnt, ne? Sind Moment, Sie... warten Sie mal ein bisschen. Was hat sie gesagt? In welchem Programm sind Sie denn? Bitte? Hallo? Ja, ich bin noch da. In welchem Programm sind Sie denn? Das ist im ZDF. Die Sendung heißt seit 19 Jahren Der große Preis. Und in den letzten Monaten haben es auch mehr mitgekriegt, dass es die gibt. Haben Sie schon mal was davon gehört? Sprechen Sie noch mit mir? Ja. Ja. Spreche heute Abend nur noch mit Ihnen. Nur noch mit mir. Die Sendung heißt Der große Preis. Ja. Die machte früher mal Wim Tölke. Haben Sie da mal was von gehört? Ja, hören Sie mal. Sprechen Sie auch mit dem richtigen Adressaten. Was? Mit wem soll ich sprechen? Sind Sie mit dem richtigen Teilnehmer verbunden? Ich heiße Schneider. Ja, ich weiß, Frau Schneider. Und ich heiße Kuhlenkampf. Haben Sie auch nie gehört? Ja, jetzt sehe ich Sie im Fernsehen, ja. Ah, jetzt... Na also! Ja. Na was? Und was das? Ist mit mir jetzt? Na, mache ich doch noch eine Spätkarriere. Jetzt kennen Sie mich. Na, finde ich schön. Ja, ich freue mich, Ihnen 100.000 Mark mitteilen zu dürfen. Sind ja nicht von mir. Mensch, ich hab jetzt Herzklopfen. Nee, das sind wirklich 100.000 Mark. Das ist doch schön, freuen sich nicht doch. Ja, natürlich ist das schön. Also. Gut, Frau Schneider, jetzt müssen wir uns trennen. Ja. Nochmal 100.000 Mark werden Sie heute Abend nicht gewinnen. Wahrscheinlich nicht, nee. Aber 100.000 Mark kann ich gar nicht. Aber wenn Sie fleißig immer wieder ein Los kaufen von der Aktion Sorgenkind, dann kann es ja sein, Sie sind ja jetzt hoch in Form, dass Sie vielleicht auch mal eine Viertel, eine halbe oder sogar die ganze Million gewinnen. Das werde ich weiter tun. Das werden Sie weiter tun. Ja. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für den Anruf. Ja, gern geschehen. Sehr gern. Tschüss. Wiederschauen. Frau Schneider, Sie gucken ja jetzt zu. Frau Schneider, Sie waren ein reiner Glücksfall. Sie haben ein sehr schönes Gespräch mit mir geführt. Ich danke Ihnen. Soll ich noch einen oder? Nein. Gut, dann lese ich sie aber vor. Oder möchte von Ihnen noch mal jemand was vorlesen? Herr Stoll, wollen Sie nicht mal was vorlesen? Nur weil Sie fest angestellt sind beim ZDF, ist das doch kein Grund, dass Sie nicht arbeiten müssen. Hm? Sie können wenigstens mal. Da, komm mal her, komm. Das ist eine Bosheit von mir. Die erste wenigstens, die sich nicht gemeldet. Die erste Frau, die hat so einen ganz originellen Namen. Also die erste wäre dann Frau Emilie Meier aus Nürnberg. Dankeschön, Herr Stoll. Ich wollte mal wissen, ob Sie lesen können. Und es sind immer die Frauen. Also Emilie Meier aus Nürnberg, freundlicherweise, Dankeschön. Johanna Schneider, da steht hier Buß, B-O-U-S. Was ist das? Das war die Dame eben. Was ist denn Buß? Bitte? Ist das ein Doppelname? Dann hat sie ja nur 50.000 gewonnen. Dann kriegt der Buß ja die andere Hälfte. Das gibt's doch nicht. Oder ist die aus Buß? Die ist aus Buß. Kennen Sie Buß? Also muss ich auch nicht kennen. Wir kennen Buß nicht. Bitte? Im Saarland. Im Saarland? Ja, das weiß ich, das habe ich ja gehört. Dann wieder eine Dame. Annie Rover aus Neumünster. Oh, da hätten wir eben anrufen können, das wäre billig gewesen, das ist doch... So, und die anderen haben dann die Losnummer, das sind die Herrschaften, die ihr Geld für sich alleine behalten wollen, damit nicht gleich die ganze Nachbarschaft kommt. Das ist die Losnummer 301-597-426. Ist das richtig so? Habt ihr noch ein paar Kameras?
Ich wiederhole es noch einmal in diese Kamera hinein. 301-597-426. Meine Zähne sind noch echt. Und dann, jetzt geht's weiter. Jetzt könnte man ja auf böse Gedanken kommen. Denn da, ich war neulich auf Tournee, da war ich auch in Bühlertal. Ist sehr schön. Im Bühlertal. Und gewonnen hat Sabine Groß-Kinski aus Bühlertal. Aber das hat damit nichts zu tun, dass ich dort gewesen bin. Auch 100.000 Mark. Was ich jetzt vorlese, alles 100.000 Mark. Jetzt kommt wieder eine tolle Nummer. Ich meine, ich kenne die Dame nicht, oder den Herrn, aber es ist eine Riesennummer. 230-201-852-326. Ich wiederhole das, dann könnt ihr beim ZDF auch dann mal das kleine 1x1 genau. Und dann habt ihr mit den Unkosten nicht mehr solche Schwierigkeiten. 230-201-852-326. Und jetzt gewinnt wieder eine Frau. Frau Maria, alles Frauen. Brauchen die so dringend Geld? Nein, die sind so großzügig und kaufen mal lose. So muss man es nämlich sehen. Und werden dafür auch mit Recht belohnt. Maria Irlbeck aus Grünwald. 100.000 Mark. Herzlichen Glückwunsch. Erst nehmen, dann überlegen, später erst ausgeben. Nicht gleich. Nicht gleich. Wenn man sie gleich hinhaut, kauft man haargenau das Verkehrte. Das, was man sich immer gewünscht hat. Und da hat man sich schon so dran gewöhnt, dass man es nicht kriegt, dass man es eigentlich gar nicht mehr braucht. Wirklich. So, und jetzt kommt am Schluss noch eine tolle Nummer wieder. 392, das ist richtig zahlengeil, ist der hier, nicht? 063-526. Nochmal. 392-063-526. Ich bedanke mich für diese Aufnahme. So. Ich schaff das noch. So. Jetzt haben wir eine ganze Reihe Herrschaften, 8 Menschen, zumindest fröhlich gemacht. Ob die 100.000 Mark sie glücklich machen, das müssen sie dann selbst entscheiden. Herr Dambowi, Sie sind auch mit 4.000 Mark schon ganz glücklich. So. Die haben Sie ja schon mal, nicht? Bisher, ja. Ja, sehr richtig. Jetzt passen Sie auf. 500 Mark auf O wie Otto. 500 Mark auf O wie Otto. Und was erscheint hier? O? Schauen Sie. Diese Redensart, Sprichwort Redensart, die möchten Sie bitte vervollständigen. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja, bitte. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Das sollten Sie als Arzt natürlich nie tun. Nie. Aber ich kenne welche, die können das prima. Wirklich. Sowas gibt's? Ja, die halten sich Patienten wie andere Milchkühe. Gibt's? Aber es gibt überall so eine und solche. Nee? Aber es ist immer besser, wenn es mehr solche gibt und nicht immer so eine. Aber Sie sind immer noch dran. 4, 5, jetzt nicht gierig werden. Nein, um Gottes Willen. 500 Mark auf U wie Udo. 500, das sind 9% Ihres gesamten Vermögens. Sie sind ja schlimmer als Steinkühler. Man könnte diese Riesen der Wildnis mit Speichersilos vergleichen. Sie türmen eingefangene Sonnenenergie von Jahrtausenden auf bis fast in den Himmel. Der Holzfäller schafft mit seiner praktischen Methode gerade 35 Meter. Das ist nicht einmal die Hälfte des Weges zum Wipfel. Das sagt er so locker vor sich hin. Schaff mal 35 Meter mit dem Strick darauf. Wie nennt man diese Bäume? Sammelbegriff. Mammutbäume? Mammutbäume, jawohl! Gut! Herr Dambowi, man soll Sie jetzt nicht unterbrechen. Jetzt sind Sie in Hochform. Ich hoffe. Wie Steffi im zweiten Satz, da gelang ja alles.
Ja, weil Steffi gewonnen hat, dann versuche ich es auch mal weiter. 500 Mark auf R wie Rudi. R wie Rudi. Wer hat den kleinen Prinz, den Roman Der kleine Prinz, illustriert? Ganz einfach, der es geschrieben hat. Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Da ist er. Also da ist er nicht, aber da ist er. Lesen. Setze ich nochmal 500 Mark auf M wie Martin. M wie Martin? Auch mein lieber Martin. Ah! Sehen Sie, das muss wo Geld ist, da kommt Geld hin. Herr Dabowi, wir haben 7.500 Mark, das lässt mich doch hoffen, dass wir einen anständigen großen Preis zusammenkriegen. Und wie immer es ausgeht, wenn Sie es nicht noch verjubeln, Frau Kim. Ich setze 200 Mark auf L wie Ludwig. Gut, L wie Ludwig, da muss ich hier runtergreifen. Ich habe hier ein Buch mit 1000 Seiten von James Joyce. 1000 Seiten. Und doch handeln diese 1000 Seiten nur von einem einzigen Tag. Wie heißt dieses Buch? Ulysses. Bitte? Ulysses. Jawohl. Ulysses, danke. Haben Sie es? Nein. Haben Sie es mal gelesen? So. Jetzt? Auf Ehre und Gewissen, wer hat die 1000 Seiten ganz durchgelesen? Ich freue mich, so viele ehrliche Menschen hier begrüßen zu dürfen. Ich habe es gelesen, nur nicht durch. Das ist schwer, dass ich das sehe. Aber ich probiere es nochmal auf die alten Tage dann. So, danke schön, Sie sind immer noch dran, Frau Kind. Ich setze 400 Mark auf N wie Nordpol. N wie Nordpol. Oder was? Ein Puzzle. Wer ist dieser Mensch, dieser Mann? Ein Schauspieler. Schwer zu erkennen. Läuft noch weiter. Das Uhr haben Sie noch. Ein Weltstar. Ja? Wie heißt er? Also ich habe jetzt gedacht, das ist Michael Schatz. Michael Schanze? Ich wünsche dem Kollegen alles Gute, aber ich würde sagen, in Deutschland ist er weltberühmt. Dustin Hoffmann. Aber ein Weltstar ist er nicht. Das ist Dustin Hoffmann. Da ist er. Hat er Ähnlichkeit mit Michael Schanze? Nein, also... Ich weiß es nicht. Hat er Ähnlichkeit mit Michael? Herr Schanze, ich danke... Herr Hoffmann, ich danke Ihnen. Ich setze 100 Mark auf den Buchstaben H wie Heinrich. H wie Heinrich, 100 Mark. Ah, oh! Jetzt wird's gefährlich für die letzte Runde. Sie sind ja ziemlich aus dem Schneider, das sind nur noch ein paar Fragen. 3, 2 und 3, wer rettet sich? Es wird spannend. Herr Dambowi? 500 Mark auf D wie Doris. D wie Doris, 500 Mark. Wie heißt diese weltberühmte Brücke? Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge, San Francisco. Schauen Sie sich das an. Das sind dann so Momente, wo man eigentlich ganz, ganz glücklich ist, dass man auch ein Mensch ist, die das alles auf die Beine gebracht haben. Manchmal sind wir doch ganz gut, ne? Aber nur manchmal. Sie sind immer noch dran. 500 Mark auf Effi Friedrich. Effi Friedrich. Ich ahne, was kommt. Ja, da kommt sie, ja. Grüß dich. Grüß dich. Was ist denn bitte? Oh, mein Schatz. Ich hatte zwei. Oh, mehr.
Was? Man muss aber... Nein, nein, also hör mal. Du kannst nicht meinen ganzen Garten leer essen. Du kriegst ja vom Onkel noch. Wir haben beide eine lange Nase, das ist wahr, aber das kann ich nicht. Wie heißt sie? Zita. Zita. Wie alt ist sie? 15 Jahre. Wie alt kann sie werden? Also zwischen 50 und 60 Jahre. 50 und 60. Ist sie brav und lieb? Ja. Ach doch. Ach doch. Na ja, dann gehe ich nur zurück. Das Ach doch hätten Sie jetzt nicht sagen sollen. Wo kommt sie denn her? Hier aus dem... Aus... Nein, vom Zirkus Queiser. Vom Zirkus Queiser? Ja. Gut. Habt ihr da unten gestanden vor dem Bahnhof? Ja, am Dammtorbahnhof. Am Dammtorbahnhof, ja? Auf der kleinen Moorweide. Jo, da bin ich oft dran vorbeigegangen. Das waren ihr? Das waren wir. Habe ich sie nie gesehen. Jo, Zita. Freundschaft. Ich meine, die haben ja an sich sowas, man denkt, sie wären so gutwillig, nicht? Oder was Vertrauen erweckst du, ich hab nichts mehr, was soll ich machen? Ach, das kommt immer auf den Charakter von so einem Tier an. Und hat, sie hat einen guten Charakter? Sie hat einen guten Charakter, ja. Gibt's auch böse Finger drunter? Auch, ja. Besonders Bullen. Ja. Da ist das immer so eine kritische Sache. Aber sie ist ja kinderlieb. Sie ist draußen. Ja, das nützt mir wenig im Moment. Aber gut. Zita, ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du dich anständig verhalten hast. Und sie fragen jetzt, Dankeschön. Zita, wir müssen uns schon wieder trennen. Meine Karotten sind doch alle. Und dann, das geht ja vielen Frauen so. Wenn der Alte nichts mehr hat, dann gehen sie auch. Aber du nicht, du bleibst treu. Jo. Das heißt, sie hofft. Wiederschauen, Dankeschön. Danke. Und Sie frage ich jetzt, ganz klar. Ist Zita ein indischer oder ein afrikanischer Elefant? Ein afrikanischer Elefant. Nee, das ist ein indischer Elefant mit den kleinen Ohren. Die afrikanischen haben solche Löffel. Naja, man könnte mal. Das ist ein afrikanischer. Sehen Sie? Mit den riesen Ohren und den Stoßen, das ist ja ein Bulle, den hätte ich ja hier nie reingelassen. Der wäre aber auch so gekommen. Frau Kim, seien Sie vorsichtig, sage ich jetzt nicht mit 500 Mark hantieren, dann sind Sie plötzlich... Ich weiß schon, ja, also ich setze 100 Mark auf P wie Paul. P wie Paul? P wie Paul. Ja, P wie Paul, 100 Mark. Schauen wir uns mal wieder einen Film an, aus dem Jahr 1933. Damals spielte ich noch in Maske immer, wie Sie sehen. War nicht einfach, sich so zu verkleiden. Also 33, können Sie nicht wissen, aber man kann es wissen. Wie hieß der deutsche Titel? Der deutsche Titel? Ja, wie hieß der Affe? Achso, King Kong. Ja, das geht ja noch weiter. Achso, King Kong, King Kong. Ja? King Kong. King Kong. Wie heißt ich, das Monster oder King, so? King Kong, das Monster. Die sprechen sind von Menschenaffen. King Kong und die weiße Frau. Achso, die hatte ja eine Hand gehabt. Mhm. Jetzt sind Sie gerade davon gekommen. Ja. So, das waren unsere 25 Fragen. Nun ja. Aber die 3000 Mark behalten Sie. Und das ist nämlich eine ganze Menge Holz. Ich danke. Ich gratuliere. Danke. Günther, Sie haben 3000 Mark. Gut aufpassen. Und der große Preis sind 13,6. Der große Preis sind also heute 13.600 Mark. Wir beide sehen uns dann am Schluss wieder. Von Ihnen darf ich verabschieden. 3000 Mark für Günther und für Sie. Na, das reicht für ein sehr gutes Abendessen über 14 Tage. So, und wir schauen uns an, wie immer, an dieser Stelle. Wumm und Wendeli. Wie in der Clipschule. Da sind wir, liebe Freunde. Das Warten hat sich für Sie also doch gelohnt. Und die nächsten 2 Minuten sollten Sie sich möglichst kein Bier holen. Oder Salzstangen. Oder Sahnetörtchen. Oder telefonieren. Oder sich was aufwärmen. Sonst können Sie nämlich morgen nicht mitreden. Wenn es um die neue CD, der große Preis für die Aktion Sorgenkind geht. Und hier ist sie. Ach,
Das ist doch Absicht, du eitler Fatzke. Huch, das bin ja ich. Süß, lass doch mal. Mistding. Die Partnerschaft an sich ist noch kein Grund zur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, gell? Versager, jetzt lass mich mal. Na, siehste? Du bist ein Wunder. Holstein Petri mit Du bist ein Wunder. Ach, der kennt mich. In meinem Leben. Und heute Nacht will ich tanzen. Und heute Nacht will ich tanzen. Bei dir piept's wohl. Sing Michelle. Was machst du, wenn der Berg dich ruft? Weiß ich nicht. Angela Wiedel sagt's dir. Du bist alles. Aber jetzt, Brunner und Brunner, du bist alles auf dieser Welt. Und Christina Bach singt, er schenkte mir den Eiffelturm. Wo soll sie den bloß hinstellen? So, und nun Roland Kaiser, ganz oder gar nicht. Ach, überhaupt nicht? Und übrigens gibt's den großen Preis als Kompaktdisc und Musikkassette. Wie findest du Howard Carpendale mit Mandy? Wow! Und weißt du, dass die Aktion Sorgenkind von jedem verkauften Tonträger 3 Mark als Spende kriegt? Blaue Rosen, Erdbeeren zum Kaffee. Und jetzt gibt's Erdbeeren zum Kaffee. Für mich eine doppelte Portion, bitte. Valeries Garten. Küssen verboten. Ach, die Prinzen singen Küssen verboten. Na ja, Adel verpflichtet. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. Ich möchte auch mal wieder singen. Mi, 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 mi. Denk doch an unseren Zuschauer. Klar. Und an was denken unsere Zuschauer? Natürlich an den Stichtag für den großen Preis. Nächsten Sonnabend. Und jetzt können Sie sich in aller Ruhe was zu knabbern holen. Dankeschön. Danke. Und nun haben Sie gemerkt, auf welche elegante Art und Weise auch die deutsche Plattenindustrie ab und zu mal sich ans Fernsehen so mit dranhängt. Das ist doch immer schön zu sehen. Der Mann, den ich jetzt vorstellen hatte, muss sich nicht dranhängen. Den kennt man überall, auch in Deutschland sehr gut. Ihn anzupreisen, das hieß also wirklich Eulen nach Athen tragen. Dancing in the Sun mit Toni Christi. Bitte. Let's fly out together and find sunny weather where I can live with you. Just with you. Our city lives and find a better place to stay. We have talked about it many times, but now we'll soon be on our way. Gonna live a life of make-believe, surrounded by white silver dunes. Soon we'll be inside our land of dreams, where waterfalls fill blue lagoons. Dancing in the sunshine. On the deep blue seas. These are things that we have dreamed about, and now it seems they're coming true. Most of all, I'm looking forward to romantic nights I'll share with you. Dancing in the sunshine, we're gonna have a fun time. Laying down on the sand, we'll be together enjoying the weather. Wonderland.
Sie schön. Danke. Merci. So. Ich war punkt 10 Minuten vor 10 fertig. Und dann kam Toni Christi und hat überzogen. Das wollen wir nur mal festhalten, ne? Jetzt überziehe ich weiter, jetzt ist er egal. Die Dame hat die Auswahl, ob sie gleich oder später. Also ich möchte lieber später. Sie möchten später. Dann begeben Sie sich bitte dort hinein. Da hören Sie Musik zur Konzentration. Da drin ist es fürchterlich warm. Ich warne Sie. Bitte, und Sie, ein bisschen erhöhen wollen wir Sie, ein bisschen. Also, drei ist die Musik von der Dame. Ich gehe bitte zurück, Sie haben sehr gute Augen. Wie heißt der Präsident Restjugoslawiens, der am Dienstag vom Bundesparlament in Belgrad abgesetzt wurde? Kosic. Kosic, so ist es. Jetzt wird es etwas schwieriger. Ich lese das extra wörtlich vor, damit es keine Irrtümer gibt. Wie heißt die Braut des japanischen Prinzen Naruhito, die mit ihm am kommenden Mittwoch den Bund der Ehe eingehen wird? Masako Owada. Masako Owada, oder, jawohl. Ja, ja. Das, nicht? Wenn man sagt, können Sie Japanisch? Masako Owada, nicht? Hab das Gefühl, man spricht das. Masako Owada, ein schöner Name. Morgen finden in Spanien Wahlen statt. Man höre und staune, so weit sollten wir es nicht kommen lassen. Zwischen wie vielen Parteien können die Spanier wählen? Das ist mein berühmtes spanisches Lachen. Man höre und staune, die Spanier haben die Wahl zwischen 92 Parteien. Aber da wird es doch langsam ein bisschen blöd, finde ich. Nichts gegen Spanier. Ich meine nur, gibt es überhaupt so viele Spanier, also die wahlberechtigt sind? Aber stell dir mal vor, 92 Parteien. Aber sehr gut. Jetzt kommt die Dame. Frau Kim! In Österreich würde ich sagen Kim, und da war sie schon, nicht? Er war nicht schlecht, aber alles hat er auch nicht gewusst. Und schon geht's los. So. Wie heißt der Präsident Restjugoslawiens, der am Dienstag vom Bundesparlament in Belgrad abgesetzt wurde? Kosic. Kosic. So weit, so gut. Wie heißt die Braut des japanischen Prinzen Naruhito, die mit ihm am kommenden Mittwoch den Bund der Ehe eingehen wird? Masako Owada. Masako Owada. So weit hat er es auch gewusst. Jetzt kommt die dritte. Morgen finden in Spanien Wahlen statt. Zwischen wie vielen Parteien können die Spanier wählen? Zwischen zwei. Jetzt müsste ich mein spanisches Lachen wieder ausstoßen. Ja, ich dachte, diese Zahl ist. Hören Sie mal. 92 Parteien. Ach so, ich dachte, 92, das hätte ich auch nicht gewusst. Aber es stand in der Zeitung. Deswegen haben wir das rausgesucht. Das andere stand auch in der Zeitung. Das haben Sie auch beide gewusst. Und jetzt müssen wir den jungen Mann leider bitten, da drüben sich in die Hitze zu begeben. Und ich stelle Ihnen die erste Stechfrage, wenn es recht ist. Frau Legemann, wenn ich was falsch sage, immer sagen. Immer sagen. Verzeiht einem alten Mann, die Jahre machen ihn bedenklich. Also, die Chancen für eine Einführung der umstrittenen Abtreibungspille sind in jüngster Zeit gestiegen. Wie heißt diese Pille? RU486. Ja. Also, das ist doch jetzt, das ist doch fast dusselig, das einen Gynäkologen zu fragen. Aber bitte, ich frage ihn. Warum soll ich nicht dusselig sein? Er hat die Facharztausbildung ja noch nicht abgeschlossen.
Sie meinen, weil Sie ein Kind bekommen haben in letzter Zeit, da können Sie solche Sachen sagen. Wie geht's der Kleinen denn? Sehr gut, vielen Dank. Gut, ja, esse, ja. Macht Spaß? Jo, schön, ne? So, Herr Doktor, ist jemand im Laden? Jawohl. Ich bitte jetzt schon um Vergebung für diese Frage, die ich Ihnen stelle. Wenn Sie das nicht wissen als Gynäkologe, werde ich die volle Schale meines Hohnes über Ihrem Haupt ausschütten. Dankeschön. Sie hat's gewusst, als HNO, dann wissen Sie das sowieso. Kleines Gedicht zum Abschluss. Also, die Chancen für eine Einführung der umstrittenen Abtreibungspille sind in jüngster Zeit wieder gestiegen. Wie heißt diese Pille? RU486. Und ich muss das Mediziner fragen. Ach, man schämt sich doch, wenn ich das noch könnte. So, jetzt sind Sie so nett und stürmen noch einmal zurück. Nett, ne? Das sind nett. So schön groß. So, zurück zur Natur. Oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt werden Sie wieder beide nicht wissen. Wie lange machen wir das? Wollen wir vor Mitternacht beenden das Ganze? Das ist die letzte Stechfrage. Das ist die letzte Stechfrage. Aha, wir haben ja alles gewusst. Das wird ja wieder teuer, oder? Wird nicht teuer. Sie haben nicht alles gewusst. Sie haben nicht alles. Ich hab überhaupt nichts gewusst. Ich weiß nie was. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Es wäre übrigens auch eine Frage, woher das stammt. Wissen Sie das? Erkläre ich mir. Wie heißt der neue Chefberater von Bill Clinton? Also er schreibt sich Gergen, ich weiß. Jawohl, er schreibt sich Gergen, das reicht uns schon. Wir haben auch rumgerätselt. Heißt er Jorgen oder Jorgen oder George? Oder? Hallo. Ach so, ich bin dabei. Frau Kim. Wie heißt der neue Chefberater von Bill Clinton? David Jurgen. Jawohl! Er hat's auch gewusst. Sie haben fast alles gewusst. Hätten Sie alle alles gewusst, dann hätten Sie ihn doppelt bekommen. Und so werden wir den großen Preis teilen. Das ist aber nicht so schlecht. Denn Sie, das, was Sie schon gewonnen haben, das bleibt Ihnen ja. Wie viel hatten Sie schon gewonnen? 7.500. 7.500 und der große Preis waren 18.6, ich muss jetzt rechnen, wenn das da nicht... Oh doch, wunderbar. 9.900 für Sie und für Sie 14.300. Das muss doch genügen, verdammt. Gratuliere. 18.000 Mal. Schön, ne? Wir haben viel gewonnen. Na? Ja, 14 Mille ist auch nicht schlecht, ja? Dankeschön. Danke. Was war? So, meine Damen und Herren, ich danke euch. Ihr könnt schon gehen. Alles ist in Ordnung. Wunderbar. Ne? Macht euch einen vergnügten Abend zusammen. Ne? Mit 23 Mille muss das auch möglich sein. Trotz der Inflationsrate. Und jetzt kommt die Million. Da stelle ich mich immer gerne ein bisschen hoch. Das heißt, es kommen ja noch andere Sachen, nicht nur Millionen. Wir haben ja auch eine Viertel, damit fangen wir mal an. Eine Viertelmillion. Wo habt ihr mir das hier reingetan, Kinder? Wo habt ihr mir das versteckt? Hier. Die Million und die Viertel. Wo soll die denn sein? Wo soll die denn sein? Na ja, nur guck mal. Da mitten. Das habt ihr aber clever gemacht. So. Eine Viertelmillion. Eine Viertelmillion geht nach Hanau an Rosemarie Beil. Frau Beil, das trifft Sie wie ein Hammer. Eine Viertelmillion. Gratuliere. Eine halbe Million, das ist gar nicht so weit weg von hier, gewinnt in Schenefeld. Oh, in Schenefeld gewinnt eine halbe Million Herr, der erste Mann heute Abend, Herr Helmut Pucks. Gratulation.
Und die eine Million, da kann ich Ihnen jetzt nur die Losnummer vorlesen. Das war ein Vorsichtiger. Der wusste genau, dass er eine Million gewinnt und hat gesagt, das muss ja nicht jeder erfahren. Also, hören Sie gut zu. 2-2-0-1-0-0-1-3-3-7-2-6. Moment. Das ist natürlich ein paar Töne Musik wert, aber ich möchte es nochmal wiederholen. So schnell kann ja nicht mal ein Millionär die Zahlen behalten. 2-2-0-1-0-0-1-3-3-7-2-6. Kuli, komm bald wieder, ist nett, das lese ich gerne. Ich danke Ihnen, das ist sehr lieb. Und in diesem, jetzt darf ich aber... Darf ich noch mal? Jetzt. Dankeschön. Danke, dass... Wir wollen das nicht vertiefen, das ist ja kein Abschied fürs Leben. Ich möchte nur jetzt an dieser Stelle sagen, die nächste Sendung macht Caroline Reiber. Ich verstehe völlig, dass eine hübsche junge Frau ein netterer Anblick ist, ein alter, langsam zur Furcht der älterer Herr. Aber ich muss mich bei Caroline jetzt schon bedanken. Sie hat mir eine Flasche Champagner geschickt und hat mir für die letzte Sendung nochmal toi, toi, toi gesagt. Bedanke mich herzlich. Champagner war ausgezeichnet. Werde die Sendung nicht sehen können, weil ich im Urlaub bin, aber werde an dem Abend eine Flasche Champagner auf Ihr Wohl, liebe Caroline, trinken und halte Ihnen die Daumen, dass es klappen möge. Warum ich gehe, hat viel in der Zeitung gestanden, stimmt ja nicht alles. Schauen Sie, beim Theater gibt man auch manchmal eine Rolle zurück, weil man sagt, das liegt mir nicht so. Ich weiß, ich könnte vielleicht eine andere Rolle ein bisschen besser spielen. Nichts anderes ist der Grund, warum ich mich zurückziehe. Ich bedanke mich bei allen, bei Fräulein Legemann an erster Stelle und bei Herrn Stoll und bei allen Mitarbeitern. Wir scheiden ohne Groll und ohne irgendetwas. Glauben Sie es nicht, wenn da steht, ich bin entnervt oder ich werfe die hin oder wir hätten Krach oder was weiß ich. Es geht alles in Frieden, wenn man will. Und wenn man ein bisschen Vernunft und Hirn hat, dann kann man sehr gut miteinander auskommen, auch wenn man nicht miteinander auskommt. Danke Ihnen. So. Auf Wiedersehen. Jetzt gehe ich. Frau Legemann. Schön. Damit Sie bei künftigen Mußestunden auch noch mal an den großen Preis denken, darf ich Ihnen im Namen des ZDF das Buddelschiff überreichen. Ich danke Ihnen, so wie ich sehe, ist das die Gorch Fock, ne? Nein, ist es nicht. Rickmas. Das ist Rickmas, oh, da war ich ja schon drauf. Ja. Die Rickmas. Und was ist das für ein Schiff? Ein Segelschiff. Richtig, ein Segelschiff. Und was für ein? Eine Bark. Ah ja. Gut. Und warum ist es eine Bark? Weil die beiden Masten vollgeregt sind und das ist der Besan, ist gaffelgetakelt. Mhm. Darum ist es eine Bark. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Legemann. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ich habe immer Fragen an Sie. Dankeschön. Und ich darf Ihnen von allen hier die Blumen überreichen und weiterhin viel Glück wünschen. Danke. Wünsche ich auch viel Glück. Danke. So. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Da. Wiedersehen. Danke sehr.